sind ja keine Liebesbeziehung. Das ist Zusammenarbeit auf Zeit. Und das Gute, dass wir derzeit genau diese Koalition haben, weil wir, glaube ich, die Grundorientierung richtig legen. Es hat keinen Sinn, was Rot-Grün will, mit Eurobonds die Schulden zu vergemeinschaften, die Gelddruckmaschine anzuwerfen. Denn für die Deutschen ist eines besonders wichtig. Und ihr Großvater oder Urgroßvater hat Ihnen das vielleicht auch mitgegeben, Geldwertstabilität. In Deutschland zwar mehr Geld verloren. Deshalb ist es wichtig, dass wir klare Maßstäbe setzen und nicht die Gelddruckmaschine anwerfen, nicht vergemeinschaften die Schulden, sondern wir helfen. Aber der, der Hilfe bekommt, muss auch was dafür tun, dass er seine Ursache, die Ursache seiner Misere beseitigt. Griechenland ist nicht wettbewerbsfähig. Und da müssen sie schon ein bisschen zulegen. Nur Geld hinschicken ist zu wenig. Wir müssen auch das ihnen möglichst tun, also ihnen dann hochhilft, die Probleme zu lösen. Dann, Herr Brüderle, lassen wir uns zum guten Schluss ganz offen sprechen, weil RTL läuft der elende Dschungel, das guckt uns eh kein Mensch. Wenn die Wahl in Schleswig-Holstein für euch schief geht, wenn ihr an der 5%-Hürde dort scheitern solltet, kann sich erstens dann Rösler halten und sind Sie zweitens dann der neue junge Hoffnungsträger mit Ihren süßen 67? Also, ein junger Hoffnungsträger bin ich immer, kommt doch fast für was. Aber ich habe immer Politik und Arbeit so verstanden, nicht zu überlegen, was wäre, wenn der Hund nicht am Feilschen gerochen hätte, hätte er den Hasen bekommen. So, wir setzen auf Sieg, setzen alles darauf, dass wir die Wahl gewinnen. Dort haben wir tolle Kerle. Und Biggi ist eine eigene Lage. Und am Montag bin ich in Kiel, öffne mit dem Neujahrsempfang der Wahlkampf. Das kann nur erfolgreich sein. Wir werden Teile davon ausstrahlen, schätze ich mal.